So, Patrick, nachdem der Locherkauf jetzt nicht so gut war, was hast du denn noch so anzubieten? Du musst ja noch eigentlich deutlich mehr gekauft haben für das Geld. Ich überleg mal. Jetzt sag bloß nicht, dass du nur diesen Schwachsinnslocher von der Kohle geholt hast. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe noch eine Überraschung für euch. Eine Überraschung? Was denn für eine Überraschung? Zuerst müssen wir nach Houston kommen. Dort findet dann die Aktion statt. Nach Houston? Willst du uns etwa zum Mond schicken? Ich will auch mal den Mond von ganz nahem sehen. Da hätte ich jetzt mal so richtig Lust drauf. Der Mond ist doch viel zu langweilig. Wir besuchen direkt den Mars. Ein paar Marsmenschen besuchen. Ich habe hier die Karten. Aber nicht, dass die Marsmenschen uns was antun. Schlimmer als der Patrick sind die Aliens ganz bestimmt nicht. Naja, immerhin ist der Patrick ja kein Alien. Nachher schließen die mit irgendwelchen Laserwaffen auf uns und machen uns auf einmal ganz klein. Ach Quatsch, du spinnst. Ich hab noch nie von Außerirdischen gehört. Wir werden es herausfinden. Lasst uns jetzt erstmal nach Houston fliegen. Da sind wir ja auch. Ich hoffe nicht, dass ihr etwas gegen die Schwerelosigkeit habt. Ich kann es kaum erwarten, schwerelos zu sein. Nicht, dass ihr beiden bei der Schwerelosigkeit im Raumschiff kotzt. Nein, sowas machen wir nicht. Wir sind schließlich Profis. Ich war auch schon ein paar Mal im Weltraum. Wann warst du denn mal im Weltraum, Patrick? Ich war bei der Apollo 13 Mission dabei. Das kann doch gar nicht sein. So alt bist du da doch gar nicht. Ja, stimmt. Beim Kinofilm war ich dabei. Dort habe ich, weil es mir so viel Spaß gemacht hat, den Defekt ausgelöst. Ach, du warst das. Das bedeutet, dass du mit Absicht in dem Film alles manipuliert hast. Man musste ja auch ein bisschen Spannung im Film bringen. Ansonsten ist das doch alles sehr langweilig. Dann lass uns wenigstens schnell ins Raumschiff gehen. Vielleicht sind die Aliens besser drauf als du.